Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder mal auf ml24.shop. Heute präsentiere ich euch, wie man herausfinden kann, ob der Klimakompressor defekt ist. Als erstes natürlich habt ihr ja wahrscheinlich bemerkt, dass die Klimaanlage nicht kühlt. Ihr müsst aber auch darauf achten, dass der Motor läuft und dass die Klimaanlage eingeschaltet ist. Bei VW ist es zum Beispiel so, dass man, sobald man die Econom-Taste aktiviert hat, dann geht die Klimaanlage nicht. Wenn Econom nicht leuchtet, dann geht die Klimaanlage. Wie gehen wir weiter vor? Klimaanlage funktioniert nicht. Wir wissen nicht, ob das Kältemittel in Ordnung ist, ob wir keine Undichtigkeit haben. Wir tun mit euch einfach das, was am kostengünstigsten ist, durchführen. Das heißt, die ganzen Sicherungen prüfen. Prüft erstmal die ganzen Sicherungen durch. Am besten Multimeter nehmen und dann auf Diodenprüfung gehen. Wir messen ja keine Dioden, aber so können wir auch unsere Sicherungen durchprüfen, ob die nicht durchgebrannt sind. Nachdem wir mit euch die ganzen Sicherungen durchgeprüft haben und die Sicherungen sind in Ordnung, würde ich euch raten, auf jeden Fall euch den Klimakompressor anzuschauen. Der Klimakompressor befindet sich bei jedem Fahrzeug irgendwo anders. Aber wenn ihr da gut rankommt, Stecker vom Klimakompressor abziehen, Multimeter anschließen, Klimaanlage einschalten und da müsst ihr locker über 13 Volt sehen, über 13 Volt beim laufenden Fahrzeug und dann wisst ihr ganz genau, dass die Steuerung in Ordnung ist. Wenn die Steuerung vom Klimakompressor in Ordnung ist, dann wissen wir auch ganz genau, dass die Bauteile in Ordnung sind, dass das Kältemittel auch in Ordnung ist, weil sonst eine Schutzabschaltung geschehen würde durch das Fahrzeug und dann würde es gar nicht den Klimakompressor ansteuern. Beim Klimakompressor, der Klimakompressor wird entweder über einen Riemen angesteuert oder über eine Welle und dazwischen haben wir eine Magnetkupplung und die Magnetkupplung sieht wie folgt aus. So wie bei uns hier, seht ihr? Da haben wir die Magnetkupplung. Wenn unser Klimakompressor geschaltet wird, also hier Plus- und Minusleitung, wir messen ja an der Gegenleitung, ob da eine Spannung anliegt. Da liegt eine Spannung an, dann wissen wir ganz genau, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ihr könnt den Klimakompressor ausbauen, so habe ich zum Beispiel gemacht, und dann hier Plus und Minus anschließen. Hier sehen wir die rote Leitung, die graue Leitung und dann drehen wir hier dran. Seht ihr? Wenn er so dreht und die Magnetkupplung nicht dreht, was heißt es dann? Wenn da eine Spannung anliegt, dass unsere Magnetkupplung defekt ist. Und so kann man schnell und einfach herausfinden, ob unser Klimakompressor funktioniert, ob wir irgendwo einen anderen Fehler haben, weil bei mir war zum Beispiel der Fehler nicht im Fehlerspeicher gespeichert. Aber das ist ja normal, wenn die Magnetkupplung nicht funktioniert. Da gibt es ja keine Sicherheitsüberprüfung oder eine Überprüfung, dass das im Fehlerspeicher hinterlegt wird. So einfach habe ich es euch erklärt. Ich hoffe, ihr habt es alle gut verstanden und falls ihr irgendwelche Bauteile für euer Fahrzeug braucht, Spezialwerkzeuge und so weiter, ihr könnt uns über den WhatsApp-Support anschreiben und wir werden euch direkt einen Angebot zukommen lassen. Natürlich bräuchte ich dann den Fahrzeugschein, damit wir das Fahrzeug identifizieren können. Bei VW zum Beispiel auch den Motorcode oder die PR-Nummern und dann schicken wir euch ein Angebot zu. Oder helfen euch bei eurem Problem. Also, ich hoffe, euch hat das kurze, knappe Video gefallen, dass ich euch erklärt habe, wie man das Ganze prüfen kann, wie eine Klimaanlage aufgebaut ist, welche Sensoren die haben, Kondensatoren und so weiter. Das kann ich euch gerne in einem anderen Video mal erklären. Aber das braucht ihr ja nicht, wenn ihr einen Klimakompressor testen und prüfen wollt. Also meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis demnächst. Euer Mittmann live auf dem Kanal ML24 sowie unser Shop www.ml24.shop. www.ml24.shop. Also bis demnächst. Ciao.